So, wir sind live jetzt. Ihr seht zumindest nur mich, aber da drüben ist auch der Philipp. Leider nicht. Leider nicht. Du kannst mal vielleicht mal rumschwenken oder so. Ich mach so hier. Warte mal. Guck mal hier. Mich muss man nicht sehen. Hier, genau. Hallo. Also Lorette. Philipp ist auch mit dabei, wie versprochen. Und wie versprochen spielen wir auch Parks, damit ihr immer schön erinnert werdet, was wir spielen. Seht das auch direkt hier, die Schachtel. Und Spiel haben wir auch schon soweit aufgebaut und ich warte noch mal kurz irgendwie ein paar Sekunden, vielleicht irgendwie so auch das erste Feedback im Chat bezüglich Ton, weil eigentlich so das Setup, was ich ursprünglich geplant hatte, das ging jetzt nicht, dass wir Ansteckmikrofone haben, sondern ich habe jetzt das hier hingestellt und hoffe, dass das mit dem Ton soweit passt. Ja. Könnt auch mal sagen, wer von euch schon Parks gespielt hat. Richtig. Wir würden auch, während wir spielen, so ein bisschen erklären, was wir tun, warum wir es tun. Die Regeln dann quasi während des Spiels mit erklären. Ich habe schon Parks gespielt. Fabian wird es seine erste Partie sein. Von daher wird sich da auch die ein oder andere Frage bestimmt bei ihm stellen. Ja, also Philipp hat es mir jetzt schon im Vorfeld kurz erklärt. Ist ja ein Familienspiel. Ich meine, ab 10 Jahren oder so ist das empfohlen. Also das ist jetzt nicht so... Das ist nochmal eine Stufe unter Flügelschlag. Ja, natürlich. Also das ist wirklich absolut familiengeeignet, würde ich sagen. Ja, vor allem in die deutsche Variante dann im Sommer. Ich glaube, zur Spiel, ne? Doch. Das genau. Ist ja gar nicht im Sommer. Das April ist ja im März jetzt so. Schon. Im ja, März ist die. Ja. Die ist Ende März. Da soll es dann auch schon rauskommen. Das stimmt, ja. Ich lese noch nichts im Chat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, schreibt mal was in den Chat, weil eigentlich müsste soweit alles funktionieren, ja, wobei, ne, hier, dieses Chatfenster hier, müsste soweit alles funktionieren, ich weiß nicht, ob ich im falschen, zack, ah, da kommen die Leute. Grüßt euch. Jetzt oder was? Ja. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber im Streamfenster, da stimmt noch was nicht. Da muss ich noch kurz noch mal was einstellen. Zack. Haben wir aber gleich. Ja, also das Spiel an sich lebt natürlich von seinem klasse Artwork, ne? Also. Kann ja mal noch ein paar Bilder hier vielleicht zeigen. Sieht man hier was? Ist schon schön gezeichnet. Es sind auch verschiedenste Künstler, die daran teilgenommen haben. Es ist nicht bloß mit einem Zeichner. Echt, da haben sie sich aber gut abgestimmt, würde ich mal sagen. Ja, also vielleicht irre ich mich gerade, aber ich dachte gelesen zu haben, dass hier eine Vielzahl von Künstlern beteiligt waren. Ah, jetzt. Genau, jetzt haben wir auch mit die richtige Einblendung. Sehr gut. Wir zocken zu zweit, richtig? Ja, zwei Spieler spielen. Ich freue mich sehr auf das Spiel, auf die Spiel doch, da kaufen wir es uns, ja. Ich denke mal, das werden viele machen, weil das lebt schon so einen kleinen Hype so ein bisschen jetzt, habe ich das Gefühl. Ja. Und viele freuen sich auf jeden Fall darauf, dass Feuerland das auf Deutsch bringt. Sag mal wieder was zu dem Ton. Passt das soweit? Lieber lauter, lieber ein bisschen leiser, ob es übersteuert. Ich meine, ich habe hier so ein paar Monitor-Kopfhörer, aber das spielt jetzt ja nicht unbedingt immer das wieder, was bei euch ankommt, aber ich denke, das sollte so passen. Ansonsten würde ich mal beginnen, so ein paar grobe Regeln erstmal zu erklären. Was tun wir hier? Ne? Wir wollen möglichst viele von den amerikanischen Nationalparks, die hier ausliegen, in dem Fall mit unseren Wanderern bereisen. Am Ende des Spiels, sodass wir über 4 Jahreszeiten, also quasi über ein Jahr, eine Partie spielen. Hier seht ihr diese Parks, die sind dann im Endeffekt auch der Hauptgarant, um Siegpunkte zu bekommen. Gibt da Karten von 2 bis 5 Siegpunkte, die sich hier in diesem Stapel befinden. Die haben natürlich entsprechende Ressourcenkosten, die darauf abgebildet sind. Und man braucht immer eine bestimmte Aktion, um diese dann besuchen zu können, die Parks.
Wie sammeln wir hier die Ressourcen? Das machen wir im Endeffekt über unsere Wanderer. Jeder hat ja eine Spielerfarbe. Fabian wird in Grün spielen, ich werde in Weiß spielen. Und wir bewegen uns immer fortlaufend auf diesen Track. Dabei ist uns aber überlassen, wie viele Felder wir uns bewegen. Das heißt, ich kann mich aufs nächste Feld, ich könnte mich aber auch aufs letzte Feld dieser Leiste bewegen. Das ist komplett mir überlassen. Einzige Einschränkung dabei, ich darf kein bereits besetztes Feld betreten. Es sei denn, ich gebe meinen Lagerfeuer-Token aus, das heißt, ich drehe das um. Dann dürfte ich auch ein bereits besetztes Feld, egal ob von mir selber oder von einem anderen Spieler, besetzen. Was bekomme ich dafür? Das ist immer am unteren Ende dieser Zeile abgebildet. Hier zum Beispiel zwei Wasserressourcen, da hat jeder von uns jetzt hier so ein Tray. Seht ihr das auch alles, wie gesagt, im Lieferumfang enthalten. Das ist ja nicht selber gedrucktes, also wirklich wunderschöne Ressourcen. Auch die einzelnen Tiere hier sind jede alle unterschiedlich, ne? Auch im Lieferumfang enthalten. Ja, ja. Bestellt jetzt. Genau, ich bekomme keine Provision. Langsam sollte ich es. Gut. Jede Jahreszeit beginnt mit einer Season-Karte, die uns quasi so ein bisschen Effekte für die Runde gibt. Zum Beispiel würden uns diese Runde Parks eine Sonne weniger kosten. Da wir aber natürlich keinen Park zufälligerweise gezogen haben mit Sonne, ist dieser Effekt aktuell zu vernachlässigen. Aber auch hier unten seht ihr nochmal das Wetter, in dem Fall Sonne, Wasser, Sonne, was ab dem zweiten Track dann immer ausgelegt wird. Der erste bleibt leer, das ist bloß unser Startfeld. Der erste Track bleibt leer und dann kommt eben Sonne, Wasser, Sonne, Wasser, Sonne, Sonne, Wasser und dann würde wieder Sonne kommen, aber da ist der Track dann zu Ende. Die sind rein zufällig, die werden gemischt. Wir haben immer die 5 Standardfelder, die immer im Spiel sind und ein fortgeschrittenes, was aus diesem Stapel in der ersten Runde zufällig gezogen wird. Am Rundenende, Jahreszeitenende, kommt immer noch ein zusätzliches Trail dann hinzu, sodass der Track ein bisschen länger wird. Weiterhin haben wir noch die Möglichkeit, uns so ein bisschen ein paar Boosts zu kaufen. Das sind zum Beispiel hier diese Journals oder Gear-Karten, nennen die sich im Englischen. Irgendwelche Items halt. Genau. Ne? Ja. Die kosten uns eine bestimmte Anzahl an Sonnen und geben uns hier zum Beispiel beim Kauf von Parks einen Benefit von einem Waldtoken, müssen wir eins weniger bezahlen. Ne? Also Siegpunkte am Ende, die meisten bekommt man eben über diese Parks, die man bereist hat. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, da kommen wir dann einfach im Spiel dazu, Fotos zu schießen und die sind immer einen Siegpunkt wert. Und der Startspieler-Token gibt am Ende des Spiels nochmal einen Siegpunkt, den hat er Fabian, schön aus Metall, auch cool. Der ist echt cool. Und die letzte Variante, wir haben beide am Anfang des Spieles 2 Jahreszeiten oder Jahreskarten bekommen. Das sind so persönliche Zielkarten, die wir jetzt geheim halten werden. Vielleicht zeigt euch auch der Fabian seine. Ich guck weg. Könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, was er hat. Nee, ich zeige euch mal eine. Also damit ihr einfach mal seht, wie die ausschaut. Ich hoffe, man sieht es irgendwie so halbwegs. Sind halt meistens, man sammelt eine bestimmte Anzahl von Parks mit Wäldern oder mit Bergen. Ne? Genau. Das ist am Ende nochmal 2 bzw. 3 Siegpunkte wert. So, aber ich habe mir natürlich die andere jetzt ausgesucht, also würde ich sagen, können wir auch direkt loslegen. Genau. Achso, du hast noch die Fotokamera, richtig. Die gibt mir einen Benefit, wenn ich Fotos schieße. Das kann man nicht immer machen, da muss man an bestimmten Punkten sein. Zum Beispiel hier ist es möglich, ein Foto zu schießen. Dann kann ich das für 1 Vergünstigte machen. Das heißt, normalerweise würde mich ein Foto schießen, 2 Ressourcen beliebiger Art kosten. Ich darf das Ganze für 1 Ressource machen. Und weiterhin habe ich dadurch den Vorteil, dass ich am runden Ende mich auch immer nochmal dazu entscheiden kann, nochmal für 1 Ressource ein Foto zu schießen. Die letzte Sache, und dann sind wir auch wirklich schon durch die Regeln durch, stimmt, ja, ist diese, ich sag mal, Feldflaschen, die wir hier haben. Da startet jeder am Anfang mit einer zufälligen. Da haben wir hier so einen Stapel, das sind auch zufällig ausgeteilte. Und immer wenn wir Wasser bekommen, können wir uns dazu entscheiden, die Wasserflasche zu befüllen und dann den Bonus zu kriegen. Beim Fabian relativ einfach, er legt ein Wasser rein, bekommt dadurch ein zusätzliches Gebirge. Bei mir ist es dann so, ich könnte beim Reinigen vom Wasser 2 Ressourcen umwandeln in 2 andere Ressourcen. Ne? Und darf dabei aber nicht diese Wildlife-Token, nennen die sich, das sind eben diese Tiere, weil die sind im Endeffekt Joker-Ressourcen. Wie kriegt man denn die eigentlich sonst noch? Gibt Sachen, wo man Wildlife-Ressourcen bekommt. Mhm, okay, na, das sehen wir ja dann auf jeden Fall. Genau. Fabian ist der Startspieler, er durfte... Du darfst hier noch dein Feuer umgehen. Ja, danke, sehr freundlich. Ja. Das war der Vorführeffekt. Dürfte dann einfach beginnen.
Guckst du jetzt, ob der Startspieler beginnt oder was? Nee, nee. Ich guck bloß nochmal nach mit dem Wildlife-Token. Ja, da gibt es eine Advanced-Karte, die dir dann sagt, nimm entweder einen Wildlife-Token oder mach irgendwas anderes, glaube ich. Ist das jetzt hier, sag ich mal, nur eine Auswahl? Also da, ja, wir haben ja jetzt vier oder gibt es noch mehr? Genau, oder? Also die fünf Standard, die ohne diesen Stern in der Ecke sind immer im Spiel. Und von denen mit Stern haben wir immer alle im Spiel. Es wird nur rein zufällig in der ersten Runde erst eins. Also die werden alle ins Spiel kommen, es sind keine, also mehr, sind keine mehr da drin. Es ist immer die gleiche Auswahl. Okay. Kommt aber bald, wie du angekündigt hast, ja, ein Kickstarter. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr Auswahl dann reinkommt. Das Spiel bietet ja genügend Stellschrauben für Erweiterungspotenzial. Sonst erstmal nochmal ein Check, alles im Chat, alles klar, ja, sieht gut aus. Fragen. Ich denke, wir können langsam loslegen mit Spielen. Ja, gerne. So, also ich fange an, jetzt muss ich erstmal ein bisschen checken, was machen wir denn hier, da muss ich das. Wir haben gerade Parks, die kosten hauptsächlich Wald und Gebirge. Genau. Wie viele, 12 Ressourcen können wir insgesamt? Genau, unser Limit an Ressourcen ist auf 12 begrenzt. Auf 12 begrenzt, okay. Dann würde ich doch mal mit dem hier hingehen. Okay, das heißt, er kriegt das Wasser, was darauf liegt, weil zum er der erste Spieler Wasser, da ist. Ich entscheide mich direkt, das Wasser hier hinzulegen. Genau, dadurch bekommst du ein Gebirge und den Wald für das Feld, auf das du dich bewegt hast. Genau. Ich würde das Ganze machen, indem ich mich auf die Berge bewege, bekomme die Sonne und ein Bergsymbol. Mhm. Ihr seht schon, es sind relativ schnelle Züge. Ja. Parks Action or by Gear. Genau, was das ist so ein Parks Sonder. Action? Parks Action sind die, die am Ende der Runde ausgeführt werden können. Genau. Mhm. Okay. Das heißt, er könnte sich dann einen Park reservieren, das heißt zu sich legen, den kann ich dann nicht mehr beanspruchen. Er könnte sich dazu entscheiden, so eine Itemkarte zu kaufen oder eben einen Park besuchen, was wie gesagt aktuell nur am Ende der Runde geht oder eben durch diese Sonderblättchen hier. Das Blättchen kann auch theoretisch erst in der letzten Runde des Spiels kommen, dann könnte man eben nur über diese Aktion Parks kaufen. Okay, ich gehe mal hier hin, da kriege ich auf jeden Fall schon mal die Sonne. Genau, und jetzt, kann ich jetzt seine Entscheidung, möchte er noch eine Flasche? Er also möchte eine Flasche. Genau, dann die Flasche kriegt die Flasche. Ja. Verstehe ich nicht. Zu schwer. Gut. Soll ich nochmal nachgucken? Nee, das, deinen Spruch verstehe ich nicht. Ach so. Egal, mach weiter, du bist dran. So, ich würde mir zwei Wassertoken holen, dann bist du schon wieder dran. Ich könnte jetzt mich dazu entscheiden, die Flasche... Oh, Sandra ist auch da. Hi, Schatz. Hallo. ja, wieder mal in der Welt unterwegs. Ich könnte mich jetzt dazu entscheiden, diese Wassertoken in die Flasche zu legen. Machst du auch, oder? Na, ich könnte bloß in beliebige umtauschen... Was hat man denn sonst von Wasser? Eigentlich nur für die Feldflaschen? Es gibt dann Wasserkarten. Ach so, gibt es auch. Okay. Ja, ja, wir haben gerade eine ungünstige Auswahl, sieht jetzt gerade ein bisschen wenig variabel aus. Als ob es nur Wald und Berg. Ich glaube, ich würde im Moment darauf verzichten. Wie gesagt, diese Flaschen, während du deinen Zug machst, kann ich schon mal erklären, kann man nur dann befüllen, wenn man Wasser bekommt. Mhm. Ich kann das nicht im Nachgang, wenn ich jetzt mich in der nächsten Runde woanders hin bewege und kein Wasser bekomme, kann ich auch diese Flaschen nicht auffüllen. Dann gehe ich jetzt mal dahin, dann bekomme ich jetzt ein Wasser, das packe ich direkt dorthin, bekomme einen Wald dafür. Und noch zwei Sonnen. Und zwei Sonnen. Übrigens, das Material ist wirklich fantastisch, also das Holzmaterial, ich meine, ich kenne schon viele Spiele mit Holzmaterial, aber irgendwie ist das nochmal was Besonderes. Also die Verarbeitung von den Kanten, dann die Einfärbung, das ist nicht irgendwie einfach nur so... Sieht nicht nach Lasercut aus, ne? Das ist irgendwie gebeizt oder so, habe ich das Gefühl. Hat auch also, keine irgendwie Ecken oder sowas, also ist wirklich sehr gut. Krass, ja. Gut, mein Zug ist... Ich war schon dran, ich habe schon wieder... Gut. Ja, ich habe mich auf den Forest bewegt. Aha, das ist natürlich clever. Und was auch clever ist, finde ich zumindest, dass ich jetzt dorthin gehe und noch eine Sonne bekomme. Mhm. Und jetzt... Ah, okay, jetzt mit den Sonnen kann man hauptsächlich diese Gears dann kaufen. Genau, die Sonnen sind hauptsächlich dazu da, um diese Verbesserungen dann... You may gain instead of... Was haben wir hier da? Da können wir schon mal sagen. Man könnte mit dieser Karte eben zukünftig auch immer in den Ozean für zwei Ressourcen ein Foto schießen, beziehungsweise wenn man die Kamera hat, vergünstigt. Hier könnte man sich die Parkkosten für Wälder um eins reduzieren. Und hier könnte man sich dazu entscheiden, im Wald anstatt diesen einem Forest Baum genau eben drei Sonnentoken zu nehmen. Also Sandra findet die Grafik auch wirklich Hammer. Ja, zweifelsohne.
Ich entscheide mich aber jetzt für eine Park-Action und zwar möchte ich jetzt einen Park besuchen und zwar den hier. Mhm, sehr gut. So, das heißt, ich reserviere den nicht einfach nur, du kaufst ihn direkt. Ich kaufe ihn, lege ihn mal hier drüben hin. Das genau, bezahlst die entsprechenden Ressourcen. Noch ein bisschen, das müsste dann auch wären bei dir zwei Wälder und ein Gebirge. Und ich würde den wieder auffüllen, den Track. Rock. Und jetzt sieht man auch, es gibt auch andere Karten. Oh, okay. Na? Aha. Gut. Dann wäre ich am Zug. Ich würde mich dazu entscheiden, nochmal ein Gebirge zu nehmen. Meine Wanderer sind ziemlich langsam, die haben viel Marschgepäck. Ja, das merkt man. Ich denke mal, ich werde jetzt mit dem hier hinten hingehen. Ja, der erste Spieler, der sich auf dieses Feld bewegt, kriegt eine Sonne. Hm. Das wäre jetzt der Fabian. Ab den vier genau. Spielern würde das auch der zweite Wanderer bekommen. Da ist hier noch so ein Slot, ja. Und jetzt könnte er sich, bzw. hat er sich dazu entschlossen, eine Karte zu kaufen. Richtig, also hier zwei beliebige Dinge, um auch ein Foto zu machen, wenn ich einen Ozean, also sprich das Plättchen besuche, dort einen Wald. Ich glaube, ich nehme das, ja. Also ich nehme das Journal. Mhm. Gibt die Sonne aus. Das packe ich mal hier. Was gibt es jetzt? Es gibt ein Wildlife-Token anstelle von zwei Sonnen, wenn man das Valley besucht. Ja. Mhm. Also quasi statt zwei Sonnen könnte man sich zu einer Joker-Ressource entscheiden. Jetzt ist quasi ja genau so eine Möglichkeit, so sich genau. Tiere zu bekommen. Ich würde mir jetzt mal hier davon profitieren, dass ich die Kamera habe, würde eine Ressource ausgeben, in dem Fall das Wasser, und würde so ein cooles Foto schießen. Auch hier muss man wieder sagen, jedes von diesen kleinen Token hat ein anderes Foto da drauf. Ne? Also die sind ja wirklich alle unterschiedlich. Gut. Ich denke, ich gehe einfach nochmal hier hin und hole mir nochmal zwei Sonnen. Ja. Ich würde jetzt mal meine eigene Aktion nochmal kopieren. Da musst du aber Lagerfeuer ausgeben. Da muss ich mein Lagerfeuer ausgeben, würde den ganzen Spaß noch einmal machen, gebe eine Sonne aus und mache nochmal ein Foto. Mhm. Das war's, denke ich mal. Ne? Ja. Gut, dann gehe ich jetzt hier hinten hin und ich reserviere jetzt einen Park. Was schaust du gerade noch nach? Ich habe bloß nachgeschaut, ob jetzt ich sofort in diese Endgame-Trail gehen muss, sobald du beide drin hast. Aber das muss man erst, wenn bloß noch ein Wanderer auf dem Spielfeld. Okay. Das heißt, ich bestimme jetzt selber mein Tempo gerade. Dann nehme ich jetzt den hier. Den und reservierst du dir? Genau, tappe den quasi so ein bisschen und das war's. Außer ich behalte noch den Startspielermarker. Ja, ja. Genau. Okay, dann kann ich mich jetzt hier ein bisschen durchclaimen. Ich würde an dem Punkt mir mal diesen Park da kaufen als Park-Action, bezahle die zwei... Ja, ich habe ein bisschen schlecht gerade gespielt, sehe ich. Das ist gut. Ich habe noch ein paar Chancen. Ich hole mir hier mal noch zwei Sonnen. Ich stecke mal so einen das ist freundlich. Park auf hier mit Berg und Sonnen. Gear, ich könnte mir jetzt Gear kaufen, ich muss aber ja irgendwann nochmal ins Ziel. Ich werde mal mit dem hier in das Ziel gehen. Hier könnte ich mir nochmal für zwei etwas kaufen. Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Ich glaube, ich werde mir auch mal was reservieren. Ich werde mir doch nichts kaufen. Ich werde mir mal diese Karte hier reservieren. Mhm. Teppich. Oh, ein Büffel. Gehen. Und jetzt muss ich direkt ins Ziel gehen. Es war kurz die Überlegung da, die es nicht gibt für mich. Das heißt, ich gehe einfach hier rein und würde mir auch diese Karte mal noch reservieren. Ob das so schlau ist, wird sich zeigen. Ja, gut. Gut. Das heißt, wir sind am runden Ende. Hier hat man nochmal eine schöne Übersicht, was passiert. Du darfst ja gerne mal erklären, du hast noch nicht gespielt vielleicht. Genau, am Ende jetzt von dieser Season hat auf jeden Fall der mit der Kamera nochmal die Möglichkeit, ein Foto zu schießen. Was ich tun würde, gebe wieder eine Ressource aus, bekomme ein Foto dazu. Okay. Dann leeren wir alle Feldflaschen. Ja, ist schon passiert. Oh, ich habe vergessen, mein Lagerfeuer umzudrehen, das habe ich vorhin nicht erklärt. Immer wenn einer von meinen
Leuten im Ziel quasi angekommen ist, darf man sein Lagerfeuer wieder umdrehen. Das heißt, wenn der erste drin ist, könnte man auch mit dem zweiten nochmal auf ein Feld gehen. Ansonsten kommen unsere ganzen Wanderer hier zurück. Ich nehme deine mal direkt auch mit. Und dann nehmen wir alle Trails. Genau, ich setze den mal zurück. Fügen ein weiteres vom Nachziehstapel hinzu. Genau, das wird quasi jetzt länger und jetzt haben wir hier so eine Kopierfunktion. Ich kann gerne mischen, bist du da einmal im Chat durchgehen? Nö, alles gut. Der Chat ist recht ruhig, der ist gebannt von unserer coolen Grafik. Schaut gebannt beim Spiel zu. Ja. Weil vorhin die Frage kam, zu wie viel wir das spielen, könnt ihr mir gerne auch mal sagen, ob ihr es mit wie viel Personen ihr es schon mal gespielt habt, weil wir haben es bisher nur zu zweit gespielt. Ich würde gerne mal wissen, wie es sich mit mehr Spielern anfühlt oder spielt. Ne? Es ist schon. Genau, hat es eigentlich irgendjemand schon gespielt, der gerade hier mit zuschaut? Wäre auch mal interessant. So, du bist wieder Startspieler. Was bedeutet das jetzt ganz hier? Ganz kurz, einmal hast du vergessen, wir kriegen eine neue Wetterkarte. Die nehmen wir einfach hier und sprechen unten drunter. So, wir bekommen jetzt immer ein Wasser, wenn wir einen Baum bekommen würden. Ne? Also immer, wenn wir in dieser Runde einen Baum bekommen, auf welche Art und Weise auch immer, bekommen wir ein Wasser hinzu. Okay. Und deswegen ist ein was wichtig, was ich vorhin noch nicht erklärt habe, um nicht zu verwirren. Du darfst beim Tauschen, diese Chance, die ich hier habe, ne? Ja. Nicht zum Beispiel ein Wasser und einen Baum abgeben, um daraus ein Wasser und eine Sonne zu machen. Erstmal denkt man sich, warum sollte ich dasselbe machen? Aber mit so einem Effekt würde mir das ja quasi einen Bonus bringen. Ja. Also ich muss immer in andere Ressourcen umtauschen. Okay. Ne? Wo ging es jetzt los genau. mit der Verteilung? Das erste bleibt immer frei fängst du an, nach diesem Muster hier unten das hinzulegen. Mhm. Ich kann auch gerne mitmachen, oder? Sonne. Genau. So, die Funktion hier von dem River. Gibst ein Wasser aus und kannst eine beliebige Aktion, wo ein anderer Wanderer steht, kopieren. Okay. Gut, scheinbar hat irgendwie noch keiner weiter Parks gespielt, also zumindest gibt es niemanden, der da jetzt das anmerkt. Ich bin immer noch der Startspieler. Ich fange an. So, das ist natürlich gleich so ein lukratives Feld hier ganz vorne. Das ist natürlich. Ja. Instead of Dingens im Valley. Okay. Park Action. Das ist alles da hinten. Ja, gut. Also, ich gehe auf jeden Fall mal hier hin, um mir für. Ach, das kostet ja nur eins. Ja, gut. Dann gebe ich halt eine Sonne ab, um hier diese noch Q-Lars zu kaufen. Und das war's. Und jetzt bekomme ich halt so einen Joker, wenn ich im Valley bin. Okay. Also anstatt von diesen zwei Sonnen. Ich gehe hier vor, würde mir das Wasser und die zwei Sonnen nehmen. Jetzt würde ich wahrscheinlich mal das Wasser hier hinlegen und würde die zwei Sonnen. Ja, würde ich oder würde ich nicht? Ich glaube, ich mache es mal umtauschen gegen ein Wasser, einen Berg und einen Wald. Wenn ich den Wald bekomme, bekomme ich ja nochmal ein Wasser. Aufgrund dieser runden Regel, die jetzt hier steht. Was guckst du nach? Ob ich von jedem Wanderer hier das kopieren kann, ja. Du kannst auch die Kopierfunktion vom Kopierten kopieren. Das ist dann eine Kopierception. Bringt nur nichts. Das ist eine Endlosschleife. Ja, weil dann verliere ich nur Wasser. Also so endlos ist sie nicht, ist sie dann irgendwann endlich. Maximal 12 Mal oder so kann ich es machen. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich mit dem hier, ja, halt der vorne, ne? kurz überlegen, wir haben ja jetzt hier, ich bekomme ein Wasser mit, wenn ich irgendwie Wald bekomme. Wenn ich jetzt dahin gehe, komme ich natürlich auch da. Wenn ich irgendwie Wald bekomme, das heißt auch hier drüber, über die Feldflasche. Ich gehe davon aus. Tue ich mal. Das heißt dorthin, jetzt bekomme ich insgesamt 3 Wasser. Davon lege ich kurz nochmal checken. Ja, lege ich beide hier drauf.
Damit bekomme ich jetzt einen Berg, einen Wald und weil ich jetzt einen Wald bekomme, bekomme ich noch ein Wasser. Genau, richtig. Mhm. Ich würde mich mal hierhin bewegen, bekomme eine Sonne, einen Wald und ein Wasser. Dann gehe ich hier hin und nehme jetzt also einen Joker. Mhm. Ich würde eine Park-Action ausführen, würde meinen Park bauen. Mhm. Dann gehe ich jetzt mit dem hier hin. Mhm. Bekomme das. Kannst du gleich wieder ausgeben? Genau, gebe das Wasser ab, um die Funktion von einem Wanderer zu kopieren. Und da werde ich. Kurz checken hier. Ja. Ich werde den hier. Ich kann jetzt auch einfach den hier bauen, oder? Wenn du also die Ressourcen hast, besuchen, natürlich. Das sollte passen, denn zum einen, ich bezahle einen Baum weniger. Ja. Das heißt, ich brauche nur einen Baum. Was eigentlich die Wildlife-Ressource gekriegt? Die habe ich durch das hier bekommen. Ah. Ja. Genau, und deswegen gebe ich jetzt noch zwei Wasser ab und die Wildlife-Ressource. Und das ist der Joker für ein Wasser. Mhm. Sehr schön. Ich glaube, ich würde mich mal hierhin bewegen, ein Wasser und einen Berg mir nehmen. Mhm. Dann gehe ich mal hierhin. Hier bekomme ich ein Wasser und einen Wald. Richtig. Ja. Ich hole mir zwei Sonnen. Dann gehe ich jetzt hier hin, benutze mein Lagerfeuer, um ein Wasser abzugeben, um die Funktion hier zu kopieren und dort noch einen Joker abzunehmen. Okay. Ich gehe hier hin, mach das und hole mir noch so eine Brettspielguru. Hi, moin. Hallo. Ja, fühlt sich. Also wir haben so konstant so um die 15, 16 Zuschauer im Peak, 18, passt schon. Gut, du bist durch? Ja. Ich bin wieder dran und ja, so ein Berg. Was macht man mit so einem Berg? Ich nehme so einen Berg. Nimm dir mal so einen Berg. Ja. Ich glaube, wie lange geht so eine 2-Runde? Naja, weißt du, wir machen jetzt gerade langsam. Also wie gesagt, Fabian spielt zum ersten Mal. Wir versuchen es ein bisschen zu erklären. Man kann es bestimmt in einer halben Stunde spielen. Ne? Ja, also gehe ich von aus. Wir werden jetzt in 3/4 Stunde 50 Minuten brauchen, denke ich mal. Aber das kann man definitiv schneller spielen. Ich sag mal, und eigentlich ist ja die Hälfte des Spiels gleich erreicht, wenn wir hier hinten angekommen sind. Ich meine, gut, es wird ein bisschen aufwendiger, weil halt immer ein neues Plättchen mit dazu kommt. Das heißt, die Runden werden potenziell ein bisschen länger, aber nicht so dramatisch. Ja. Ich habe mir mal noch so eine, das ist so ein Sleeping Bag gekauft. Gut, jetzt gibt es noch ein Journal. Das hast du ja vorhin schon mal. Ich denke mal, man kann auch mehrere gleiche. Wahrscheinlich. Ja. Gut, dann bin ich wieder dran. Okay, du hast natürlich netterweise den Platz frei gemacht. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich dachte schon, du bleibst dort stehen, dass ich dort nicht hinkomme. Jetzt kann ich eben zwei Ressourcen ausgeben, um ein Foto zu machen und würde dann den Fotoapparat bekommen. Yeah. Ne? So, da muss ich nochmal kurz checken. Das ist aber machbar. Ich gebe die zwei Berge ab, um ein Foto zu machen. Gucken, wo ich das ganze Zeugs hier noch hinlege. Einfach hier hin. Irgend so ein Gemse. Eine Gemse. Eine Gemse. Eine Gems. Was ist denn der Einzahl? Gummies. Gummies.
Bestimmt nicht. Du bist fertig, ne? Ja, ja, ja. Ich würde mir anstatt diesen Ding da drei Sonnen holen. Das ist meine Spezialfähigkeit. Du machst irgendwas mit Sonnen, oder? Ach, hier, genau. Genau, ich hab quasi. Ach, du hast das gemacht. Alles klar, was willst du mit so Sonnen? Ich will dich blenden. Oder braun werden oder was? Einfach mal ein bisschen Sonnen nehmen, na gut. Dann nehme ich jetzt den hier und besuche einen Park. Okay. Und zwar welcher Park besuche ich den hier und da gebe ich einfach zwei Sonnen aus, weil ich kann mir immer ein Holz sparen. So. Ja, ich würde mir die Kamera wiederholen. Vielen Dank, dass du sie aufgehoben hast für mich. Warte mal. Mein Feuer darf ich wieder umgehen. Warte mal, ja. Und ja, ich bitte. Bin mir gerade unsicher. Nee, nur der Startspieler darf nicht hin und her wandern innerhalb einer Runde. Wenn der einmal gewandert ist, ist er weg. Aha, okay. Die Kamera darf okay, das wohl. Ich habe zwei Ressourcen bezahlt, ich mache ein Foto und bekomme meine Kamera wieder. Sehr schade, aber gut, so ist das halt. Ich muss mal kurz in mich gehen, ob ich jetzt dort nochmal hin will. Oder ob ich jetzt das mache, das ist allerdings auch nicht so sonderlich lukrativ. Nee, leider nicht. Kann ich mir jetzt noch sowas holen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, also ich gehe nochmal hier hin. Habe ja mein Feuer eigentlich wieder aktiviert gehabt eben. Erlischt wieder und ich hole mir noch so eine Feldflasche. Noch mehr Bäume. Du hast ja die absolute Baumstrategie und ich glaube, das trifft sich ganz gut mit deiner Karte, die du da hast. Wenn ich so sehe, was du dir bisher so gekauft hast. Kann gar nicht sein. Ja, gut, das ist natürlich easy hier. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich reserviere mir einen Park tatsächlich. Da kriege ich den Startspieler. Und würde mir mal diesen hier, den, was ist denn das? Big Bend National Park. Ich werde euch jetzt mit geschichtlichen Informationen nicht überhäufen. Ja, da gibt es immer noch so einen kleinen Flufftext immer irgendwie. Ja, wie bei Flügelschlag dann, ne? Kann man sich vorstellen. Ja, okay. Ja so ein Zweizeiler, ne? Okay. Boah, das ist ja so ein Wasserding hier oder was? Ja, gut. Warum braucht dieser Yellowstone einfach mal so vier? Du musst jetzt sowieso ja hintergehen. Ne? Das ist, aber ja. Ich kann eigentlich nur das machen. Das ist jetzt, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, aber gut, so ist das. Das ist halt auch teuer. Ne? Drei Bäume und ich kann auch das. Ja, ich nehme den mal. Ich muss noch mal kurz gucken, ob das mit den Sonnen hier passt. Ja, nehme ich. Also reserviert den. Gut. Runde ist rum. Runde ist rum. Du darfst wieder noch ein Foto machen. Natürlich. Ja. Das möchte ich natürlich gerne. Wir nehmen ein Wasser und machen noch ein Foto. Boah, da hast du aber schon viele Fotos gemacht. Ja, ich bin hier. Cool. Es ist der Asiate in mir. Gut. Okay, dafür hast du halt nur einen Parkbesuch bis jetzt. Ja, zwei, mein Freund. Ach so, du hast, warum machst du das übereinander? Ja, weil irgendwann dir auch der Platz ausgehen wird. Ja, nee, das, nee, geht schon noch. Geht schon noch. Du willst das Auto. Aber hier, sehen. Nee, ich will schon sehen, dass du da wenigstens zwei. Ach, du willst meine Punkte. Ja, naja, muss schon ein bisschen mitzählen hier. Gut, lass das mal hier zurückstellen. Genau. Was passiert denn sonst noch? Unsere Flaschen werden entleert. Genau. Wir würden den Trail zurücksetzen. Da gibt es eine neue Wette. Ich würde eine neue Season-Karte ziehen, die besagt, wir bekommen eine Sonne, wenn wir einen Berg bekommen in dieser Runde. Okay. Das ist quasi die Jahreszeit des Steines. Die Karten sind aber fest, oder? Da gibt es nur vier. Nee, Stück, gibt ne? mehr. Ich habe den Rest zur Seite gelegt. Alles klar, gut. Ich dachte nur, es gibt vier Jahreszeiten. Wobei, gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Nee. Letztens bei Pussy dann gesehen, die Pizza drei Jahreszeiten. Nee. Oh, okay. Wer zieht denn das da vorne hin? Kein ja, Mensch, weiß ich das. Nicht. Hast du eine zusätzliche hinzugefügt? Ja, natürlich. Ja. Schade. Das wirst du jetzt gleich sehen. Das Versuch ist nämlich, Achtung, die hier nicht. Die hier auch nicht. Die ganz hinten hinkommt. So eine Tauschaktion kommt da hin. Mhm.
Ja, leider fängst du jetzt auch noch an. Ja, beste. Boah, hier gibt es viele Ressourcen. Ja, scheiße. Wasser, Stein. Also erstmal, Stein nehme ich mir. Ich kriege jetzt immer noch einen Sonnenschein dazu. Mhm. Und könnte mich jetzt dazu entschließen. Ich werde wahrscheinlich das mal tauschen. Und mal zwei Sonnen in zwei Berge tauschen. Und damit kriege ich ja nochmal zwei Sonnen. Das ist quasi ein Nulltausch gewesen. Ob das so mit rechten Dingen zugeht, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist einfach nur gehackt. Ich habe das Spiel Das ist scheiße, dass das so vorne ist. Das ist richtig bitter. Aber ich sag mal, das sind natürlich solche Spielelemente, die sind immer recht spannend, finde ich, weil die jede Partie halt dann anders machen. Ja. Selbst jede Runde hast du, obwohl so ein sehr überschaubares Set von eigentlich solchen Ressourceneinkomplettchen, ist es trotzdem die Anordnung in die Reihenfolge, macht schon viel aus. Musst dich immer wieder neu drauf einstellen. Deswegen muss ich halt jetzt irgendwie mal hier hingehen, dass ich mir so eine Sonne nehme. Das bringt leider da keinen Zusatz. Ansonsten kriege ich einen Wald. Ja, gut, ist dann halt so. Jo, ich würde mal mir jetzt mal einen Park hier klar machen. Ja, mach das. Ich glaube, ich nehme gleich mal den Grand Canyon National Park mit Puma. Okay. Der kostet mich zwei davon, eine davon, eine davon. Ach, guck mal, perfekt für dich. Vielen Dank. Ja, habe ich ja auch. Gut, okay, also du bist jetzt so dorthin gesprungen, das heißt, ich werde jetzt hier hinspringen. Das war auch vorher zu sehen. Ja, ein bisschen, ne? Da bekomme ich zweimal Wasser. Dann lege ich das eine Wasser hier drauf, dann bekomme ich einen Berg. Weil ich einen Berg bekomme, bekomme ich noch eine Sonne. Mhm. Und das andere Wasser lege ich dorthin und dann bekomme ich einen Wald. Genau. Baum. Cool. Ja, immer. Ich glaube, ich werde mal hier hinspringen. Das Wasser gebe ich gleich aus direkt, was da drauf lag. Würde mir jetzt mal einen von meinen gesammelten Werken hier noch bauen. Ich glaube, ich nehme mal den. Kostet mich zwei Gebirge und vier Sonnen. Wo gehe ich denn jetzt sinnvollerweise hin? Das ist schwierig jetzt. Ja, gut, dann gehe ich jetzt dahin, hole mir eine Sonne. Und noch zwei Sonnen? Nee, ein Tierchen. Ah, stimmt, du hast ja die Wahl. Richtig, ein Tierchen. Du hast die Qual der Wahl. Ich nehme mir eine Sonne und einen Berg. Endlich hat er mal Platz gemacht. Jetzt hole ich mir nämlich hier vorne einen Park und zwar den dicken hier, den Yellowstone Nationalpark. Mit dem Atompilz im Hintergrund. Ist ein geistiger. Atompilz. Ein Baum weniger kann ich bezahlen, ja, aber ansonsten voll vier Sonnen Butter rein. Reingehauen dort. Ja, ist halt auch sehr warm dort, ne? Gut. Ich wandere hier mal entlang, nehme mir einen. Ach nein, ich nehme keinen Wald, ich nehme mir drei Sonnen. Ach, hier mit deinem Sleeping Bag. Jo, ich übernachte mal im Freien. Ja, dann, ne? Gib mal einfach Wasser, mal so einen Wald Sonne dazu. Und eine Sonne. Wald ist auch schon ein Berg. Genau. Ich könnte mal noch Wasser gebrauchen. Eins davon würde ich direkt ausgeben, um noch mit mir einen Wildlife-Token oder einen Park zu reservieren. Ich glaube, ich nehme das Wildlife-Token und ich nehme die Schildkröte, definitiv. Ist vollkommen egal, was ihr da nehmt, aber ich brauche die Schildkröte. Nemo. Ach nee, das war wieder falsch. Nemo war der Fisch. Wie ist die Schildkröte? Ach, das hatte, glaube ich, nicht so. Die war doch erst am Ende dann im Film. Hey, Dude. Das waren andere. Ich dachte, die wäre auch so drauf gewesen. Weiß ich gerade. Frag mal Sandra, die kennt sich mit Disney-Filmen aus. Ich habe den auch schon oft gesehen, ne? Aber ja, Dude, waren das nicht die Haie?
Es waren noch die Haie, die untereinander. Wir haben von Erkan und Stefan gesprochen. Erkan und Stefan. Ja. Fun Facts am Rande. Ja. Geht ja. Man nicht dumm raus. Man. Nee, hier lernt man noch was. Fürs Leben. Fürs Leben. Boah, das ist jetzt alles irgendwie so semi, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt. Das ist eigentlich so ein publischer Wald, ey. Was mache ich denn damit? Bring dich mal einen Bonus. Mist. Nee, ich werde das machen. Ich gehe hier hin, nehme mir die Sonne. Klaus mir wahrscheinlich eh wieder ein Fotoapparat mit den ganzen Ressourcen, deswegen nehme ich noch so eine Feldflasche. Ja. Ich habe mir mehr was. Hast du die gemischt? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Ja, ja. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel Varianz. Also. Ja, guck mal, was du hast. Du hast tauschen und für eine Ressource einen Joker bekommen oder Park reservieren. Hat auch was mit Können zu tun. Ne? Mit Können, mit Ziehen, gut oder was. Ja, du darfst. Ich nehme mal ein Wasser. Mhm. Und dürfte jetzt zwei Ressourcen in zwei Ressourcen umwandeln. Ich mache wieder dasselbe. Ich gebe zwei Sonnen aus, hole mir zwei solche Tokens und kriege zwei Sonnen dazu. Mhm. Dann gehe ich hier hin und hole mir einen Wald. Ja. Geh mal hier hin, copy für ein Wasser eine Funktion, würde die Funktion von dir kopieren, auf der du dich befindest, und mach ein Foto. Ja, natürlich. Schön sieht's bei mir aus. Ja, stimmt. Ich hole mir natürlich zwei Wasser, das ist klar, und ist halt jetzt auch die Frage, ob ich die jetzt da wirklich immer in Wald umwandle, aber. Ich sag mal so, einen auf jeden Fall. Okay. Einen machen wir zum Baum. Ich würde mal einen Park besuchen. Mhm. Wobei, möchte ich dir das überlassen? Ja, komm. Ich besuche einen Park. Ich besuche diesen Park hier. Mhm. Der kostet mich zwei Wälder und zwei Berge. Okay. Ui, Unterwasserwelt. Ja. Relativ teuer, aber gut, Wasser kriegt man wahrscheinlich einfach durch das Doppelfeld. Wasser ist relativ einfach zu bekommen, ja. Ne? Das stimmt. Ja. Sehe ich ein. Dann gehe ich hier hin. Ist jetzt die Frage, nehme ich einen Joker oder nehme ich zwei Sonnen? Dann kann ich noch... ich werde einen Joker nehmen. Okay. Mhm. Oh, was ist denn jetzt hier? So ein Fisch oder so? Ja. Ja, passt. Dori. Das ist Dori. Ja, jetzt Dori. Sind wir uns mal einig. Ja. Ich würde... Shit, ich hätte das vorher machen sollen, um mein Lagerfeuer wieder aufzufreshen. Ja, hast du doch schon, oder? Ja, also ich habe es vorher nie genutzt, deswegen... Ach so, verstehe. Bin mir gerade unsicher, was ich machen möchte. Ich glaube, ich möchte das machen und für eine Ressource nochmal ein Foto schießen. Du musst jetzt übrigens zwei Lagerfeuer ausgeben, wenn du auf dasselbe Feld bist. Zwei Lagerfeuer? Meinst du nicht ernst? Nein, natürlich nicht. Ich werde mal hier hingehen und das mit diesem Ressourcentausch machen. Also das heißt, wie ist der Trick? Ich gebe zwei Sterne ab, bekomme... Nee, das ist mein Trick. Ja, ja. Nehme dafür zwei Berge und wegen den Dingen hier... Ja, genau. Ja, einmal wieder zwei Sterne dazu. Ja. Ich gehe in any und... Ja, gut. Ist so, meiner Meinung nach. Ja, ich weiß ja nicht, ob es eine Einschränkung gibt. Habe ich nichts gelesen. Hast du extra nochmal geguckt, oder? Habe ich nichts gelesen, ja, in der Anleitung. Aber die Anleitung lässt auch so ein paar Sachen offen, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, ob da nochmal irgendwann eine Erwartung eine wird. Ganze Seite für die ganzen Artists, die ja. Wir gemalt haben mit. Krass. Ich kann man machen. Ich würde gerne mal wohin gehen. Und zwar gehe ich hier hin. Ich glaube, es müsste reichen.
zwei Wälder, Wälder, zwei Berge, ne? Durch die Wildlife. Drei Sonne im Wasser, ja. Mhm. So, Freunde der Sonne. Die, also meine Stunde ist jetzt gekommen, weil ich hole mir nämlich jetzt die Kamera wieder. Und zwar... Hat er die ganze Runde schon drauf gegeiert? Ja, natürlich. Ich gebe diese zwei Ressourcen ab und bekomme die Kamera und habe ein Foto von einem Elch oder so gemacht. Gut, und ansonsten bin ich direkt wieder dran. Und pass auf hier, das ist ja legitim. Ne? Ich gebe jetzt hier das Feuer ab, ja. Um dorthin zu kommen, um zwei... Ach so, siehst du, ich trottel. Dann habe ich natürlich jetzt die... Das war dumm. Jetzt habe ich geschrieben. Aber gut, kriege ich mal trotzdem. Also, dann gebe ich jetzt ein Wasser. Müssen die, sind zwei unterschiedliche Ressourcen. Ja, ne? Ja. Ich darf nur nicht Berge nehmen, um in Berge zu tauschen. Ja. Okay. Das heißt, ich nehme jetzt das und das, um es in zwei Berge zu tauschen. Und bekomme aber halt hier wieder zwei. Was ist denn die ganzen Bergen? Einfach sammeln halt, ne? Und übrigens, wenn irgendwann im Spiel die Ressource alle ist, kannst du die Aktion nicht mehr nutzen. Echt? Mhm. Aber Quatsch. Wir haben zusammen ja diese Trays. Also es ist ja nicht mein Tray und dein Tray. Das ja, okay, ja gut. Geballt. Weil wir haben ja vor uns hier... Ja, ich denke aber eher im Spiel mit noch mehr... Hast du übrigens mehr als 12 Ressourcen? Ich muss jetzt gerade mal böse nachfragen. 4, 6, 8, 10, 11. Ah. Komm, hier. Jawohl. Scheiß da. dann packe ich den jetzt, warte mal, erstmal mache ich hier unten hin, damit ich Ressourcen loskriege, ne? Und dann mache ich jetzt das hier. Ich kann ja auch zweimal hier unten hingehen. Ne? Ja. Ja. So, da gebe ich jetzt zwei Bäume ab und einen Joker, um den hier hinzupflanzen. Und dann gebe ich... Also der kommt natürlich dort auch noch dorthin. Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr danach noch an einer Runde War Chest interessiert wärt im Livestream. Richtig. Schreibt mal in den Chat, ob ihr... Kannst ja mal kurz in das die Kamera... Das wäre halten. Dann aber wirklich High Life, weil das haben wir beide noch nicht gespielt. Das wäre quasi unsere erste Partie. Auch wieder ein absolutes Produktionswunder. Naja gut, Pokerchips halt, ne? Aber die Truhe an sich ist schon schön und schwer. Uah. Ja, und ist auch wirklich mit so Magnetverschluss und so. Genau. Ja. Genau, schreibt in den Chat, habt ihr dann noch Bock auf War Chest? So, ansonsten befinden wir uns jetzt dann zu Beginn von der letzten Runde. Aber erstmal, nee, müssen wir noch abschließen hier und zwar... Du kannst noch ein Foto schießen. Ich kann noch ein Foto schießen, richtig. Dafür... gebe ich einen Berg ab. Jo, nimm dir ein Foto. Nehme ich mir ein Foto. Dann. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder angelangt. Die Karte kommt weg. Mhm. Wir würden unsere Flaschen entleeren. Wir würden alle unsere Leute zurücknehmen. Das hast du schon getan. Mhm. Du würdest einen neuen... Das müsste die letzte Runde sein, ne? Wir sind jetzt im Winter. Ja. Wie man eindeutig sieht, sind wir jetzt im Winter. Ist jetzt nicht so, spielt man wirklich die Jahreszeiten? Weil das ist ja, ja jetzt man nicht spielt so über vier Seasons und Seasons sind ja nur die Jahreszeiten eigentlich. Ja, ne? Gut. Hm. Wir können auch uns jeden Sommer wieder. Ja, oder ja, es sind einfach halt vier Saisons. Genau. Also nicht unbedingt. Parks kosten ab sofort übrigens, also für diese Runde, ein Wasser weniger beim Besuch. Mhm. So, also die Begeisterung für War Chest hält sich wohl in Grenzen. Keiner, dann, hat keiner Bock drauf. Dann spielen wir es zu zweit. Weiß also, ja gar nicht, was er verpasst. Ja, eben. Wenn so. Ich Fabi abziehe. Hast du früher eigentlich Schach gespielt in deiner Jugend? Nee, das jetzt nicht, aber... Aber Grundregeln könntest du. Das hat jetzt nichts damit zu tun, aber... So, hier ist das neue... Das ist Token. Das mit der Wildlife-Ressource, ne? Mhm. Okay, schon wieder ganz andere Anordnung hier. Spannend. Ja. Okay, dann beginne ich ja wieder. Überraschung. Ich vergaß.
Ich glaube, ich bewege mich mal hier hin, bekomme insgesamt 3 Wasser und würde die jetzt auch gleich einsetzen. Einmal für ein Wildlife, einmal für eine Tauschaktion, wo ich mir diese 2 Wasser in was wechsle ich sie mir denn im besten Falle? Ich glaube in zwei Berge. Das ist jetzt irgendwie nicht so lukrativ. Dort das Mountainfeld. Ich denke mal, wenn du das zu 5 spielst, ist das schon krass. Ja, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil du dir im Endeffekt trotzdem bloß ein Lagerfeuer dann pro Runde hast. Ja, also. Die Dinger, du hast doch nicht mehr Slots, ne? Muss ich dann schon durchaus anders spielen, ne? Also dann musst du schon weitere Schritte machen. Du wirst auch viel weniger Punkte am Ende haben, denke ich, weil du viel weniger Karten kaufen hast. Ich denke, dann werden die Ziele aber fast nicht zu schaffen sein. Also ja, das skaliert irgendwie nicht so gut miteinander. Müssen wir mal in der Viererrunde. Ja, krass eigentlich, das ist so. Gut, gehe ich jetzt wirklich auf dieses Wildlife-Ding da für eine Ressource oder. Das ist aber eigentlich ein wirklich schönes Zweispielerspiel, wenn du es wirklich für eine Runde spielst. Das ist auch definitiv, ja. Parks kostet 1 less Wasser. Genau. Parks kostet 1 less Wasser. Ja. Ah, komm, ich gehe jetzt hier hin, benutze die auch gleich, um einen Joker zu nehmen. Warum? Du kriegst du das so? Hä? Ich denke, ich muss ja eine Ressource ausgeben. Ja, natürlich. Ja. Hast du vor uns Habe ich das vorhin gemacht? Habe ich überhaupt das Feld besucht? Nee, ich habe das hier drüber bekommen. Du hast das ja hier, die Funktion. Das habe ich aber definitiv nicht gemacht. Oh, oh. Dann muss ich jetzt mal zumindest noch nachträglich irgendeine Ressource abgeben. Ja. Du hast recht. Das habe ich natürlich gar nicht betrachtet. Gut. So, jetzt mal. Wenn ich gewinne, habe ich gecheatet. Klarer Fall. Eben. Ich brauche jetzt irgendwie Ressourcen wieder, nachdem ich sie jetzt wegwerfen musste. Ja. So, dort könnte ich. Dann gehe ich hier hin. Ich werde das Wasser direkt nehmen, um das zu kopieren. Da bekomme ich 2 Wasser. Mhm. Und packe ich hier hin. Ja, einen anderen behalte ich. Ja. Ja. Ich glaube, ich gehe mal bis hier hinter. Boah. Nehme auch den Standard. Ich glaube, ich habe mich hier die letzte Runde verspielt. Weiter Sprung. Ich mache das hier nochmal mit dem Wasser. Na. Gehe jetzt auf jeden Fall hier hin, nehme noch einen Baum. Und ich nehme noch einen Baum. Okay. Ja. Dann gehe ich mal hier, mache eine Park-Action, würde mir diesen Park da kaufen. Ach, guck mal, wie gemalt für dich. Olympic National Park. Sehr, sehr schön, ja. Es ist ein bisschen geschwitzt, dass kein Baum mehr kommt. Ja, warum denn? Ich sammle doch hier die mit Sternen, also das bringt mir jetzt auch gar nichts. Ja, ja. Das bringt mir jetzt leider auch nicht viel. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich gebe das hier aus, um dorthin zu gehen. Um dahin das Wasser auszugeben, um die Aktion zu machen und diesen hier Olympic zu nehmen. Mhm. Dafür brauche ich nur 2 Wald zu bezahlen, 2 Bäume und 2. Stimmt.
Nehmen wir mal noch zwei Wasser. Lass mich überlegen da. Okay, dafür gibt es ja auf jeden Fall noch Siegpunkte. Hier mit dem Ressourcentauschen, das ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Vor allem, weil es hier noch eine gibt. Irgendwie so zwei andere. Dann würde ich doch einfach mal Sonne gegen Berg Wasser. Ich glaube, ich zocke jetzt mal. Ich visite den hier. Den kann ich mir genau leisten. Weil ich ja ein Wasser weniger bezahlen muss, die Runde. Dann nehme ich den hier und gehe dorthin und mache auch noch eine Park-Action und kaufe den hier. Der kostet 2 Berge und ein Yoga und ein Wasser. Ich nehme mir mal einen Wald. Ach, ich hätte mir noch 3 Sonnen nehmen können. Ich glaube, ich nehme trotzdem den Wald. Kannst du noch? Nein, alles gut. Ich nehme mir, glaube ich, trotzdem den Wald. Dann nimmst du den Wald. Wobei, nee, ich nehme nicht den Wald. Ich nehme den 3 Sonnen, ist aber nichts passiert. Gehe hier hin, nehme mir das Wasser und nehme mir einen Joker. Ich gehe mal hier hin, kaufe 2 ein Foto und die Kamera. Dann gehe ich hier hin und nehme einen Wald. Dann würde ich mir den Startspieler reservieren. Der ist am Ende noch ein Punkt wert, ne? Ja. Okay. So, jetzt bin ich nur noch auf mich allein gestellt. Und gehe jetzt auf jeden Fall hier hin. Nehme den hier. Und brauche nur eine Sonne zu bezahlen. Stimmt. Der war natürlich wie gemalt für dich gerade. Ah, ja. Der dürfte schwieriger werden. Der ist ein bisschen schwieriger, ja. Ah, du musst mal mit einem. Ach so, weil du hier drauf gegangen bist, alles klar. Ja. Also muss schon mal kurz in mich gehen. Eigentlich ist es egal, weil ich könnte jetzt das hier machen und das Wasserzeug hier brauche ich eh nicht. Muss schon mal kurz überlegen, ob das dann noch passt. Aber eigentlich müsste das, warte mal. Nee, passt nicht. Scheiße. Na. Mist, meine ich. Mist. Ich könnte auch so eine Wasserflasche noch nehmen, oder? Kann ich die dann, aber nee, die kann ich dann nicht gleich mehr bestücken, ne? Das ist dann auch hinfällig. Nee, du wirst kein Wasser mehr bekommen. Und die geben auch keine Siegpunkte am Ende. Aber, warte mal, ich kann das nochmal. Ja, ich probiere es. Also, ich habe es, ich meine, ich habe es so grob durchgerechnet, könnte passen. Also, ich gebe jetzt 2 Wasser ab und mache noch ein Foto. Erstmal muss die Kamera rein. Ja, ja, ne, gib her gleich. Ja, das Ding. Ja, die gute. Das ist heißt, eine Leica oder sowas.
Das bin ich gespannt. Pentax, nee, wie eine Pentax. Ich glaube, du hast dich gerade vertan, aber ich bin gespannt. Ja, weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich hier hin. Ah, du kannst ein Wildlife nehmen. Stimmt. Jetzt nehme ich mir nämlich... Ich habe vergessen. Aber wieso? Nee, ich würde zwei Sonnen nehmen. Ist egal. Ich nehme zwei Sonnen. Jetzt gehe ich hier hin. Hier bekomme ich noch eine Sonne und das ist die, die mir aber fehlt. Aber nur, wenn du was kaufst. Du musst die Aktion ausführen. Dann ach musst so. Du ein Deer kaufen. Och, ne, das hast du nicht gesagt. Ich hätte keiner gedacht, dass du dir jetzt noch ein Gear kaufen willst. Ne, ich will aber kein Gear kaufen. Ich möchte eine scheiß Sonne noch haben. Ja, das ist ja blöd. Ne, dann schaffe ich es nicht mehr. Ne, dann schaffe ich es wirklich nicht mehr. Aber dann würde ich gerne nochmal anstatt den zwei Sonnen dann wirklich ein Wildlife nehmen. Aber du kannst ja noch mal gerne gucken, ob das wirklich so ist. Weil ansonsten würde ich es nämlich noch schaffen. Es gibt bloß einen Discount auf den Kauf. Ach, es gibt einen Discount. Ist aber ja egal, wir haben es bisher immer genommen zum Kaufen. Ja, ja, also, okay. Du musst kaufen. Erlaubst du mir dann noch mal, dass ich anstatt von den zwei Sonnen hier Wildlife dann... Wildlife nimmst. Ja, weil ich krieg's. Mir fehlt ja eine Berg. Ich krieg das nicht mehr hin. Ja. Ja. Dann nehme ich hier sowas wieder. Und dann, ja, keine Ahnung, dann kann ich ja hier. Ich könnte mir halt noch ein paar resurfen, vielleicht mit ein bisschen Glück. Wenn es da kein Glück mehr hat, oder? Du bewegst halt deinen anderen. Ja doch, es kommt ja noch drauf an. Ich resurfe mir jetzt erstmal den hier. Ja, den kriegst du ja so oder so. Achso, du denkst, dass du jetzt noch was Besseres vielleicht. Ja gut, eher nicht. Nee, kriege ich nicht hin. Die Birchen Idens. Doch, das kriege ich hin. Weil es eins weniger kostet. Ja, das kriege ich hin. Dann kann ich mir auch kein Foto mehr machen, kommt doch selber wieder geschissen. Raus. Traurig. Nee. Ja. Nee, kannst nicht. So, dann nehme ich den jetzt hier. Ja, wieso? Sonst hättest du noch zwei Fotos machen. Ist ein Punkt mehr. Ja, ein Punkt mehr ist es. Damit habe ich 8. Okay, gut, ja. Dann ist es in 2 Punkte mehr. So, ich habe ja einen Wald weniger, den ich bezahlen kann. Wie kann man so viel Mehl haben dann in der letzten Aktion dann noch die eine Karte, die man bezahlen kann? Gut. Gut, sind wir fertig. Jo, passt. Also die habe ich nur reserved, die ist nicht meine. Das gibt minus 5 Punkte übrigens, wenn man Karten reserved. Ja, ja. Ja, ja. Hausregel. Ich weiß schon. Also das sehen wir jetzt schon. Gut. Also es gibt jetzt nicht mal ein Foto, kann ich nicht mehr machen. Kann mal kurz zeigen. Also ich musste 8 Parks mit Bergen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut, ja. Ich habe dasselbe halt mit Bäumen und habe jetzt müsste eigentlich auch jetzt meinen 8. gerade bekommen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. So, das heißt, es gibt einfach die Punkte hier mit. Weniger als beim ersten Mal. Das gibt einfach jetzt hier die 3 Punkte. Genau. Mit dann, ne? Gut, ich rechne erstmal das hier. Das sind 7. 11, 14, 17, 21, 25, 30, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42. Ich dürfte nur 37 haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist gut. 42. 10, 11, 12, 13, 14. 19, 21, 25, 29, 33, 37. Nee, es wäre nicht mehr. Ich habe zu billige Parks gekauft. Gut, wir haben gespielt Parks und zwar... Wie viel hast du? 42. Ja. Du hattest 37, ne? Ja. Ja, dann hätte es auch nichts gebracht, wenn du die Karte nicht gekriegt hättest. Jetzt die letzte oder was? Ja. Da hätte ich einen Punkt weniger gekriegt. Jetzt zwei Punkte weniger gehabt. Nee, das war glaube ich sogar ein Fünfer, ja, noch, du, oder? Du hast einen Fünfer gebaut und ein Zweier lag aus, aber du hättest dann theoretisch noch ein Foto hier und stimmt, ein Foto hier schießen können. Stimmt, ja. Von daher wärst du am Ende trotzdem auf die Punkte gekommen. So, wo bist du denn? Bist gar nicht mehr da. Ja, da ich bist verliere du immer, von daher. So, zack, 37... gespeichert. Gut. Dann habt ihr das mal gesehen? Habt ihr noch Fragen?
Habt ihr noch Fragen? Ich glaube, der Chat ist sowieso eingeschlafen. Also wir haben jetzt eine Stunde gebraucht, ne, für alles drum und dran. Stimmt eigentlich, ne? Also wir haben es ja, oder eher du hast ja am Anfang sogar auch noch mit erklärt, ne? Also von daher. Ich sag mal, halbe Stunde bis 45 Minuten. Kriegt man easy hin, wenn man es dann schon mit kennt. Mit zwei Spielern. Ja. Cool. Gut. Und wie fandst du's? Ja, super. Echt super. Ist eine angenehm frische, neuartige Herausforderung mit diesem taktischen Ziehen hier auf diesem Track mit so nicht viel Schnörkeleien drumherum, ein bisschen Items, einfach Parkkosten, ja. Viel Varianz mit dabei, tolles Material, ja, klasse Spiel, definitiv. Ja, ein schöner Absacker, ne? Oder ein Eröffnungsspiel für den Abend so mit, ja. Ich finde, das ist auch was, was man mit einem, wenn es auf Deutsch dann da ist, auch mit der Familie super spielen kann. Ja, denke ich auch. Aber selbst so ist es halt wirklich eigentlich nur die Gearcards, ne, die da irgendwelchen Text haben. Das sind natürlich aber verdammt viele Gearcards auch. Ne? Ja, du kannst da nochmal durchgucken, aber die sind ja von der Art und Weise ein bisschen unterschiedlich. Haben wir jetzt gar nicht so großartig genutzt halt, ne? Ja, du hast halt besser genutzt, ne? Du hast dann hier auch mehr mit dem Wasser. Ich habe dieses Mal wirklich, glaube ich, zu viel versucht, nur auf diese Wertungskarte zu gehen. Die ich ja dann auch geschafft habe. Im Endeffekt ist es ja bloß ein Punkt wert. Es ist ja dann eben der Unterschied. Es muss sich irgendwie so nebenbei mit ergeben, dann ist gut. Aber ansonsten drauf spielen und dafür andere Sachen liegen lassen, ist, glaube ich, nicht so empfehlen. Spannend wird es halt, wenn wirklich mal mit mehr Spielern zwei dasselbe Ziel haben. Weil dann kommt auch dieses Reservieren wahrscheinlich mehr zu tragen. Ja. Wobei dann die beiden, denke ich, schon einen Nachteil haben, wenn die anderen sich ihre eigenen Ziele haben und die zwei spielen dann eben um die ganzen Parks. Ja, ist ein bisschen komisch, dass es da nicht irgendwie noch. Es skaliert wirklich weiter. Gar nicht über die Spieler. Das ist das einzige, ne? Einzige Mittel. Ja, um den Discount zu bekommen. Das ist schon wenig. Kann man mal hier reingucken. Aber wie gesagt, das ist ja echt alles perfekt. Auch im Inlay, dass du hier alles gleich reinlegen kannst. Du hast einen Platz für die Kamera, die vertieft ist. Und hier kommen dann noch mehr Plättchen dazu. Vier Plus. Nee. Achso, ja, stimmt, ein Plättchen mehr. Doch, du hast recht, ein Plättchen mehr kommt dazu. Habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, stimmt, das habe ich schon raussortiert gehabt. Das Plus im Vierspieler-Spiel noch dazu kommt, richtig. Ja, aber hier, ne, ist schon krass. Einfach alles irgendwie so seinen Platz dort. Auch schöne Farben von den Figuren hier, muss man sagen. So, damit es hier noch halbwegs zusammenpasst. Hier ist noch der Deckel für dein. Aber da gibt es halt nur zwei Trays, ne? Genau. Also das stellt man halt in die Mitte irgendwie, genau, wenn dann halt mehr Spieler damit am Start sind. Gut, die kommen hier hin. Achso, was ist nur dort noch? Das sind die Canteens. Ah, Glück gehabt. Du wolltest schon vorlegen. Du hast einen Anschiss gegeben. Ja. So. Hier gibt es noch irgendwo eine Unebenheit jetzt. Ja. Vielleicht so. So. Ich glaube so. Ist eigentlich. Oder? Nee, das kann nicht sein. Wackelt ein bisschen. Doch, das ist doch so rum. Ja, warum nicht? Aber nee, dann drehen wir so rum. So noch einmal nach. Ah, jetzt haben wir es genau. Ja. So rum sieht es gut aus. Krass. Na, wobei. Ja, ein bisschen. Irgendwas machen wir ja gerade noch falsch. Das war. Oder der kommt erst der Spielplan, der kommt in die Mitte. Ja, du hast natürlich recht, um das abzugeben. Genau. Hatten wir das auch geklärt. Zack. Sehr gut. Zack. Deckel zu. Ja. Noch die Orientierung Richtung. So, also der Chat ist wirklich vollkommen komplett eingeschlafen. Also ich weiß nicht, ob die alle irgendwie zu müde sind zum Schreiben oder ob der Chat irgendwie gar nichts mehr ausspuckt. Weiß man nicht. Gut, wir beenden trotzdem jetzt erstmal den Stream. Ich würde sagen, machen wir uns einen weiteren Stream mit War Chest jetzt? Oder können wir ja einfach laufen lassen, wenn du sitzt, halt bleibt da dran. Oder machst du einen extra Stream? Würde ich einen extra Stream machen wollen, weil die Videos ich dann schon separat veröffentlichen möchte. Cool. Ich habe ja auch entsprechende Thumbnails und so weiter vorbereitet, deswegen. Also, dann bereitest du das vor, ich baue das Spiel auf. Genau, wir beenden jetzt den Stream. Wenn ihr weiter mit dabei sein wollt und jetzt War Chest mit anschauen wollt, dann schaut einfach auf den Kanal. Dort seht ihr jetzt dann gleich mit die Ankündigung. Ciao.
So.